Ja, moin moin, ich bin Dietmar von tariftipp.de aus Hamburg und ich möchte euch in diesem kurzen Video das Motorola Gamepad vorstellen, ein Motomod direkt von Motorola, was halt zum Spielen gedacht ist. Wir fangen mal an mit dem Unboxing und schauen mal, was sich so im Lieferumfang befindet. Da ist natürlich zum einen das Gamepad selbst hier in so einer Plastikfolie noch eingepackt. Schauen wir uns da nochmal in Ruhe an und dann haben wir hier noch so eine kleine Pappschachtel. Da drin ist nichts weiter als eine kleine Anleitung, Garantiehinweise und eine Trageschlaufe. Ja, das Gamepad von Motorola kostet derzeit 89 Euro, zumindest bei Amazon ist das der Preis. Und dafür finde ich, ja, das ist eigentlich ein ziemlich gut verarbeitetes Zusatzmodul, also ein Motomod. Hier auf der Rückseite seht ihr noch so ein Zeichen, das wird auch rot illuminiert, leuchtet also rot. Das kann man allerdings nur sehen, wenn es dunkel ist. Und das Ganze ist aus Kunststoff zwar gefertigt, aber macht doch einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich. Jetzt wollen wir es mal im Einsatz sehen. Ich habe hier ein Z2 Force. Dieses Gamepad läuft ja mit allen Moto Z Smartphones, allerdings also auch mit diesem Z2 Force hier. Hier seht ihr unten die beiden Pins und die entsprechende Leiste vom Smartphone. Wenn ich das jetzt hier rauflege, jetzt hört mal genau hin, habt ihr gehört, dann wird quasi sofort der Kontakt aufgenommen und normalerweise, wenn man das erste Mal macht, dann wird hier beim Smartphone eine App angezeigt, die man downloaden soll. Ich habe das natürlich jetzt schon gemacht. Das ist die Moto Game Explorer App. Und in dieser App, diese App hat eigentlich keine andere Aufgabe, als die ganzen Spiele anzuzeigen, die mit diesem Game Controller kompatibel sein sollen. Deshalb, weil ich festgestellt habe, dass einige Spiele dann doch nicht so hundertprozentig zumindest funktionieren mit dem Game Explorer. Aber das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis die App-Hersteller, die Spielehersteller sich darauf eingestellt haben und ihre Software, ihre Apps halt einrichten, sodass das dann wirklich auch hundertprozentig gut funktioniert. Ja, die einzelnen Bedienelemente hier auf dem Gamepad sind eigentlich ziemlich ähnlich zu dem, wie ihr sie von normalen Spielekonsolen kennt. Es gibt zwei Steuerknüppel, ein Steuerkreuz, dann hier die vier Steuertasten. Hier oben auf der Schulter befinden sich auch jeweils zwei Tasten. Also das ist doch ziemlich vollgepfropft, muss ich sagen, mit Steuerelementen. Aber die kommen natürlich nicht immer alle zum Einsatz. Das hängt letztendlich dann von dem Spiel ab. Ein Spiel habe ich mal jetzt hier installiert für euch. Also ich habe mehrere Spiele installiert, aber eins will ich euch mal zeigen. Ne? Achso, das ist hier auf der Startseite Wheel Racing. Und ja, jetzt habe ich das hier schon gestartet, das Spiel. Und bei mir ist es jetzt so eingestellt, dass ich hier Gas gebe und lenke. Im Grunde genommen kommt es jetzt gar nicht so sehr drauf an. Ich wollte es euch nur mal einmal im Einsatz gezeigt haben. Ihr seht, ich lenke das Ganze halt. Und ich muss sagen, ich finde, hier kann man nach hinten gucken und hier kann man die Kamera wechseln. Wie gesagt, das hängt immer so ein bisschen vom Spiel ab, welche Funktionen hier auf das Gamepad gelegt werden. Aber ich muss echt sagen, ich finde die, ja, wie soll ich sagen, die Spielererfahrung ist wirklich toll. Also das fühlt sich irgendwie gar nicht mehr so an, als ob man auf ein Smartphone guckt, sondern mehr so, als wenn man auf eine, ja, auf eine PS Vita oder halt auf eine Spielekonsole guckt. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Und ich finde den Preis 89 Euro auch angemessen. Das müsst ihr natürlich entscheiden, ob es euch das wert ist. Aber ich finde es wirklich gut gemacht. Hier seht ihr jetzt auch, wie schön dieses Zeichen auf der Rückseite hier leuchtet. Und ja, insofern, wenn ihr gerne spielt und ein Moto Z Smartphone habt, solltet ihr euch das Motorola Gamepad mal in aller Ruhe ansehen. Ja, das soll schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn dem so sein sollte, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich grüße euch aus Hamburg und sage Tschüss.